Diese Episode wird euch präsentiert von Manscaped. Ihr wisst ja, ich bin niemand, der leichtfertig Werbung für Produkte macht, aber Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society zusammen und engagiert sich somit im Kampf gegen den Hodenkrebs. Das ist ein wichtiges, ein tolles Statement und damit haben die mein Herz erobert. Ja, wenn das nicht schon vorher der Fall war, denn ganz ehrlich, Manscaped hat die besten Produkte auf dem Markt. Und ich spreche nicht nur von den Pflegeprodukten und Deos. Nein, Freunde der Sonne, ich spreche vor allem von diesem Hammerteil hier, vom Lawnmower 4.0. Lasst euch mal gesagt sein, 85% aller Frauen wünschen sich einen Mann mit gepflegter Körperbehaarung. Vor allem südlich des Äquators, wenn ihr wisst, was ich meine. Und bei dieser Expedition, da kann euch der Lawnmower 4.0 behilflich sein. Mit SkinSafe Technology, mit auswechselbarer Keramikklinge mit LED-Beleuchtung. Das Ding ist wasserdicht, kabellos bedienbar. Der absolute Wahnsinn. Kein Zwicken, kein Schneiden, kein Aua, kein gar nichts. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich das Ding nicht zu holen. Also, ab zu manscaped.de, sichert euch jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code HACKMAN. H-A-C-K-M-A-N. Code HACKMAN bei manscaped.de. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Yo, ihr Schokosahnetörtchen, ihr seid wieder hier bei den Championship Rounds und wir haben letztes Mal so viel gequatscht, dass wir noch nicht mal die halbe Fightcard durch hatten vom vergangenen Wochenende. Da wurde ja wieder gekämpft im UFC Apex in Las Vegas, Nevada. Walker gegen Hill, der Main Event, darüber haben wir geredet. Wir haben auch gesprochen über den Co-Main Event sowie über die grandiose Leistung von Jim Miller. Aber bei dieser UFC Fight Night ist ja noch viel mehr passiert. Und ja, wenn wir bei Schoko-Sahnetörtchen sind, ist jetzt eine gemeine Überleitung, aber ich meine es nur positiv. Ich glaube, Parker Porter ist auch ab und zu mal ein Schoko-Sahnetörtchen. Ich glaube auch, Alain Bordeaux ist kein Kostverächter. Warnkampf im Heavyweight, den gehen wir als erstes an, Flo, würde ich sagen. Parker Porter besiegt Alain Bordeaux nach Punkten 3x29-28, obwohl Parker Porter in meinen Augen die erste Runde abgibt. Ja, struggelt da halt viel mit seinen Takedowns, ne? Versucht die durchzubringen und schafft es in der Runde nicht einmal, ne? Ja, Bordeaux da noch sehr erfolgreich mit der Takedown-Defense, fand ich im ganzen Kampf eigentlich ganz gut. Klar, es war jetzt auch nicht, war jetzt nicht Curtis Blaydes, aber Parker Porter ist vor allem für seine Kondi bekannt, war da sehr beständig dran. Ja, die erste Runde hätte ich auch Bordeaux gegeben. 29-28 schon auch so eine Entscheidung, über die man vielleicht sogar ein bisschen streiten könnte. Ich meine, Parker Porter hat wenig am Boden erreicht, hat halt oft Bordeaux zu Boden gebracht, aber der hat auch nicht allzu viel getroffen. Also zumindest nicht allzu hart getroffen. Kein Kampf, der mich super krass abgeholt hat, obwohl ich tatsächlich den Ansatz von der MMA Factory sehr mag. Du hast ja oft so Heavyweight-Kämpfe, wo einer irgendwie sagt, du, ich habe ganz schön Dampf in den Fäusten und der andere sagt, ja, will ich erst mal sehen, ich gleichermaßen und dann irgendwie, ja, entweder let's trifft, swing and bang then. Ja, wenn die Jungs dann auch so gut sind, ein Kind zu treffen, wie Tuivasa und wie Derrick Lewis, klar, schaue ich mir das auch gerne an, aber es gibt halt auch diese Kämpfe, wo die sich irgendwie dann doch nur Streifen vor den Kopf hauen und dann plötzlich sind beide müde und irgendwie wird rumgeschoben. Sind halt traurige Kämpfe. Und ich glaube, das liegt halt oft auch an diesem Ansatz, so, ach, ich treffe dein Kind, ich hab Dampf in den Fäusten und das ist irgendwie mein Gameplan. Klar, dass die nicht so dynamisch sind, das liegt am Gewicht, da habe ich ja volles Verständnis für, aber oft ist technisch auch nicht allzu viel dabei. Und ich mag diesen Ansatz, der offenbar in der MMA Factory ist, meine Güte, wir sind Schwergewichte, wir haben alle Kräfte, das wissen wir alle. Lass mal viel mehr darauf konzentrieren, nicht getroffen zu werden. Und ich verstehe auch beim besten Willen nicht, warum das so wenige Heavyweights begreifen, dass das auch mal eine Überlegung sein könnte, die zumindest durch den Kopf schießen könnte. Bordeaux ist jetzt keiner, der das so perfektioniert wie ein Cyril Gane. Beim besten Willen nicht. Wie gesagt, der Kampf, so ehrlich bin ich auch, hat mich auch eher gelangweilt. Aber diesen Ansatz finde ich super und ich glaube, der ist auch ziemlich vielversprechend. Vor allem, wenn man das eben dann auch an der Anlaufstelle versucht umzusetzen. Da sollen ja wirklich sehr, sehr viele schwere Jungs sein, auch Boxer, Muay Thai-Kämpfer in der MMA Factory. Ist mit meiner Statur, so wie ich gehört habe, sehr schlecht aufgehoben. Und mit bist da eher ein Bein in dem Camp. Mit der Statur von Bordeaux und Cyril Gane wiederum perfekt.
Deswegen finde ich es spannend und glaube auch, der Weg, um eine wirklich eindrucksvolle Performance hinzulegen für Badeau, ist weniger weit, als man an diesem Kampf hätte vermuten können. Ja, Badeau hat sich gut bewegt, hat mit dem Jab getroffen in der ersten Runde, schön gezirkelt, hat auch mal einen Uppercut zwischendurch gelandet. Darauf hatte Parker Porter überhaupt keinen Bock. Man hat sofort gemerkt, Clinch initiiert, Takedowns angesetzt, hat nur einen geholt in Runde 1, aber die Runde schon relativ klar abgegeben. Also bei den Significant Strikes haben wir 17 für Badeau, 12 für Parker Porter. Ja, das war natürlich etwas Kontrolle für Porter, aber anfangen wusste damit nicht viel, damit anzufangen wusste nicht viel. Das war schon im Stand relativ überlegen von Badeau, aber in der zweiten Runde ist er dann weggebrochen. Es fasziniert mich. Es fasziniert mich echt krass. Ich habe ja ein bisschen, ist auch ein blöder Spruch mit dem Schoko-Sahnetörtchen, aber ich habe die Ausgabe so begonnen, dann musste ich es auch durchziehen. Parker Porter sieht ja nicht so aus, als könnte er 3 Runden ordentliches Tempo machen. Aber wow, kann man sich täuschen. Oh, kann man sich täuschen. Das stimmt. Also so hat er die zweite Runde in meinen Augen gewonnen. Das war nicht technisch super fein und das war nicht total akkurat und präzise, was er gemacht hat, aber er hat einfach viel mehr gemacht. Er ist immer nach vorne gegangen, hat geschlagen und getreten, was das Zeug hält, hat geclincht, hat Takedowns wenigstens mal angesetzt. Ich glaube, 4 Stück in der zweiten Runde, hat keinen davon geholt. Also es war sehr viel Aufwand, aber er war aggressiv, er hat signalisiert, ich will das. Er hat mehr gemacht, er hat mehr geschlagen, er hat mehr getroffen. Und das ist für mich, die zweite Runde war so ein Arbeitssieg. Also so nach dem Motto, wenn wir schon nicht gewinnen, treten wir wenigstens den Rasen kaputt, hat er hier irgendwie gekämpft. Und Badeau konnte dieses Tempo halt einfach nicht halten. Ja. Also er ist technisch, da glaube ich, kannst du mir nicht widersprechen, Badeau ist technisch gesehen der weitaus bessere Striker. Aber er konnte diesen Zug nicht aufhalten. Der Zug ist einfach immer auf ihn zugefahren, auch wenn er von den Schienen weggegangen ist, dann ist er mit abgebogen. Und das hat Parker Porter, das hat nichts mit Schweinefleisch zu tun, einfach in die zweite Runde gebracht. Er hat viel mehr investiert. Ja, hat auch viel weniger Erfolg gehabt. Also diese Szene, wie er da diesen Trip drin hat, aber dann letztendlich so Badeau auf ihn drauf fällt, die hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Dieser Scramble, wie du gesagt hast, hat Badeau dann letztendlich so ermüdet. Boah, ich weiß, ich bin gerade der miese Peter, aber ich finde, die Runde hätten am besten beide verloren. Ich verstehe, was du meinst. Also die wird jetzt nicht in die MMA-Annalen als die spektakulärste und explizit ansehnlichste Runde der Geschichte eingehen. Aber Parker Porter wollte ringen, hat Legkicks probiert, Level-Changes probiert, hat am Zaun gearbeitet. Du sagst, die Scrambles und Transitions, das sieht ja für das unbedarfte Auge nicht nach viel aus. Aber der Typ wiegt halt 265 Pfund. Wenn er auf seinem Rücken Dinge macht, dann ist das schwer, den zu tragen und da wegzuschubsen und Underhooks zu holen. Also das ist eine 10-9 für Porter. Nicht mehr und nicht weniger, müssen wir auch nicht mehr machen, als es ist, aber er ist halt so eine Fleißbiene. Das ist nicht der talentierteste Kämpfer, er ist auch nicht der größte oder längste in der Division, hat jetzt auch nicht eine Stärke, wo ich sage, er ist irgendwie Top-10-Material, aber er bemüht sich halt so krass. Mhm. Und so holst du Runden und so hat er die hier geholt. Und in der dritten siehst du ja auch ganz deutlich, Badeau ist wieder ein bisschen durchgepumpt, hat wieder Sauerstoff in den Muskeln, so wenigstens ein paar Minuten lang, hat dann im Stand gut angefangen. Man konnte auch wieder erkennen, der ist ganz klar der bessere Striker. Mhm. Aber Porter hat super ekelhaft gemacht. Also der hat wirklich konstant, war der dem auf den Fersen, wurde dann spät, sehr spät in der Runde mit einem Takedown belohnt, von dem man mit Fug und Recht sagen kann, der hat ihm halt das Ding geholt am Ende. Gewinnt auch die Runde dann halt knapp, 10-9. Nee, ist gar nicht so knapp, hat die Runde in der Mount beendet. Die zweite, ne? Die dritte, sorry, würde ich ihm ganz sicher geben. Ich finde ja, die zweite, genau. Ja, viel Kontrolle, viel versucht, ja. Ja, hätte die dritte beendet er dann in der Mount, ne? Also da musst du halt dann auch Judge sagen, kannst du nicht anders werten. Trotzdem Respekt vor Parker Porter, also ist halt wirklich so eine fleißige Hummel und schwirrt da durchs Oktagon, wird wirklich oft getroffen und muss viel investieren, aber zahlt wirklich so, das ist so ein Typ, ich vergleiche das mit der Oma, die am Freitag immer zur Bank geht und 10 Euro aufs Konto einzahlt oder so ein Fünfer, ne? Das ist halt nach ein paar Jahrzehnten ist das dann halt auch irgendwie viel Geld und so kämpft Parker Porter. Ja, ich finde den Vergleich Hummel schon besser, aber da fragen sich auch viele Leute, wie diese dicken Dinger fliegen können. Sorry.
Komm, lass uns zu austrainierten Mittelgewichten kommen, zu Joaquin Buckley und Abdul Razak Al-Hassan. Ein Kampf, auf den ich mich deutlich mehr gefreut habe und der auch deutlich mehr geliefert hat. Unter anderem Schlagzeilen, weil Joaquin Buckley mit diesem Dust-Self-Defense-Trainer von mir aus, Uhu. diese Medienerscheinung einläuft. Schlau gemacht, da sind ja viele Leute hingegangen. Unter anderem hat er auch, also das Video, das mit Buckley zustande kam, war ja, was machst du eigentlich, wenn du ein Bein abgefangen hast? Und Joaquin Buckley kickt ihm halt so ein Bein hin, das er hochhält und dann greift er so das Lead Leg und was weiß ich was, macht so einen komischen Trip oder dreht das Bein und will Buckley davon überzeugen, dass er dann wegfallen würde. Und jeder hat so diesen Highlight-Knockout von Buckley im Hinterkopf und denkt sich schon, nein, das wird alles nicht passieren. Aber er steht halt da und hört sich das an und greift den Hype ab, greift den Traffic ab und hat ja auch noch so einen richtigen Coach in der Ecke. Ich habe viele Leute gesehen, die das auch banal fanden und das ist eine Schande für MMA und wie sehr kann man Kampfsport mit Füßen treten. Aber ich fand es schlau. Ja, mit Sicherheit auch Snoop Dogg da in den sozialen Medien mit ein bisschen an Bord zu holen, das kann dem Sport nur gut tun. Ich sehe das auch gar nicht eng und der Typ tut ja auch keinem was. Wenn Anderson Silva damals bei seinem Kampf da von Steven Seagals mächtiger Person überschattet wurde, Steven Seagal hat ja damals behauptet, er hätte Anderson Silva den Frontkick beigebracht, ja, dann ist das auch in Ordnung, wenn der Polizeieinsatztrainer mitkommt. Mich hat der Kampf tatsächlich ein bisschen an Dings, hast du das gesehen damals? Kimbo Slice gegen Dada 5000 erinnert? Wie viel der Kampf von Kimbo war das in der UFC? Das war Bellator, wenn ich mich recht Ah, entsinne. nee, Und dann nicht mehr. Dada 5000 wird halt dann halbtot ins Krankenhaus gefahren, weil er so hart gasst irgendwie. Und beide können halt überhaupt nicht mehr. Und du denkst dir, um Gottes Willen, es ist wie ein Verkehrsunfall. Ich will eigentlich nicht mehr hinschauen, aber ich kann nicht wegschauen. So. Und dann habe ich nachgeschaut. Weißt du, wann der Kampf war? Am 19. Februar 2016. Und weißt du, wann der Kampf hier war? Am 19. Februar 2022. Also irgendwer sitzt doch da auf einer Wolke und erlaubt sich da einen Spaß mit uns. Also Kimbo Slice gegen Dada 5000, rest in peace Kimbo, ne? Das war damals auch so, beide können halt überhaupt nicht mehr, sind hart gassed und kämpfen irgendwie noch weiter. Und danach sah es aber zunächst überhaupt nicht aus in diesem Kampf. Also zunächst mal das Förmliche. Split Decision 28, 29, 29, 28, 29, 28. Dem kann man ja schon entnehmen, es war ein sehr knapper Kampf. Joaquin Buckley gewinnt Ich den. will vielleicht noch kurz schlechte Laune reingrätschen. Du sagst halt, da tut niemandem was, aber was ich noch sagen möchte, ich bin halt eigentlich sehr getriggert von so Self-Defense-Gurus. Also du kannst halt Leuten in unglaublich brenzligen Situationen ein vollkommen falsches Gefühl von Sicherheit geben. Also 100%. wenn du halt so Messerabwehr in 2 Wochen lernen irgendwie schulst und dann meinst du da sicher vor jemandem zu stehen, der irgendwie Messer zückt. Natürlich bist du dann ein riesiger Trottel, aber sowas zu kommunizieren und Leuten wirklich zu geben, vertrau mir, das ist die Technik, damit schaffst du das und ja, das kann ich dir auch in Crashkursen beibringen, komm nur mal kurz vorbei und dann fühlst du dich sicherer. Ich kann darüber irgendwo auch lachen, weil es halt so banal ist bei dem, Eigentlich hast du schon recht. Eigentlich aber hast du an schon recht. sich, ich bin da, ich sehe das gar nicht nur lächelnd und nur, ach ja, macht ja keinem was. Ich war ja auch Polizeieinsatztrainer. Und ich habe, einer meiner Schwerpunkte war tatsächlich Messerabwehr. Ich habe das bei Paul Soos gemacht, kann man auch googeln. Ist auch ein ehemaliger Polizist, der dann eine eigene Schule aufgemacht hat für Waffenlose und Selbstverteidigung mit Waffen. Habe meinen Messerabwehrtrainer tatsächlich bei ihm gemacht und einer der ersten Sprüche von Paul war immer auf den Lehrgängen: Die beste Verteidigung gegen Messer ist Weglaufen. Schlau, ja, natürlich. Ganz genau. So, warum ist das Messer die gefährlichste Waffe? Das Messer ist überall erhältlich. Ein Messer zu haben ist nicht illegal und ein Messer bekommst du überall. Ein Taschenmesser kannst du an der Tankstelle kaufen, ein Küchenmesser kannst du aus der Schublade ziehen. Jeder Idiot kann ein Messer haben. Und ein Messer kann, könnt ihr ja mal YouTuben, da gibt es ja so viele Türsteher an der Disco, Messerattacken-Videos, ganz furchtbar. Da kannst du als Türsteher 2,10 Meter groß sein, wenn dir der eine bei der Eintrittskartenkontrolle oder bei der ja, Eintrittskontrolle gegenübersteht, das Messer rauszieht und viermal das Messer reinhaut,
Ja, dann kannst du BJJ Black Belt sein und super Hände haben, aber dann wirst du halt verbluten. Und da muss tatsächlich, da hast du einen guten Punkt, so witzig wie der Kerl ist mit seinem Schnauzer und seiner kleinen schnuckligen Figur. Das ist schon ein bisschen dumm. Das ist schon ein bisschen dumm, weil wir hatten damals auch diese Drills dann. Keine Ahnung, du machst einen Drill, kann jeder zu Hause machen, ist nicht gefährlich. Ein Kumpel oder eine Freundin, je nachdem, nimmt sich ein Edding und du machst den Stöpsel vorne weg. Und du versuchst einfach den anderen irgendwie anzumalen. Jeder Idiot kann dir mit einem Messer Schaden zufügen, weil es sind halt. So Wischbewegung ist nicht wie ein Schuss in der geraden Linie. Du musst nicht Kimmelkorn anlegen, sauber anvisieren. Man sagt ja, für einen sauberen Schuss braucht man zwischen 5 und 7 Meter Abstand. Brauchst du mit dem Messer nicht. Wenn du nach meiner Hand greifst und die Hand ist gegriffen, kann ich mit dem Messer immer noch blöde Schnitte an deinem Handgelenk machen. Also ein Messer ist, ich schweife wieder Nein, alles mega gut. hart ab, Ich aber habe es ja noch reingebracht. kleiner Ausflug. Also wirklich, es ist dumm, Leuten zu sagen, ich kann dir in 14 Tagen beibringen, wie du jemand Messer abnimmst. Denn Safe. egal wie gut du bist, googelt mal Messerverletzungen. Diesen Edding-Test haben auch mal die Mixed Martial Monkeys gemacht. Grüße nach Wien. Jetzt kommen wir gerne zu dem Kampf. Ich wollte noch kurz in diesen Das-Typen so einmal einprügeln. Danach können wir auch wirklich zu den Dingen gehen, die Relevanz haben. Joaquin Buckley sieht super aus. Wir wissen alle, Al-Hassan ist ein Knockout-Puncher. Vor allem früh. Er hat ja Leute wirklich schon regelmäßig in den ersten Minuten K.O. geschlagen. Ist gleichermaßen aber auch ein Judo-Black Belt. War mir gar nicht so bewusst. Habe ich jetzt erst in dem Kampf so mitbekommen. Zeigt's halt auch nie. Das stimmt. Aber Buckley ist halt deutlich, deutlich aktiver. Bleibt durchgehend in Bewegung, schießt da immer mal rein. Al-Hassan lädt auch ziemlich auf, taucht super aus den Schlägen raus. Ja, und bringt halt auch eine Varietät an Attacken, Kicks, Punches, diverser Techniken. Und hat dann halt vor allem, wo ich mir wirklich spätestens dachte, boah, okay, krass, du zeigst wirklich alles, hat wie sprechen, ich weiß, das ist bei uns so ein bisschen eine Phrase geworden von dem runden Game, zeigt halt wirklich, dass er ein runder MMA-Kämpfer ist. Also dieser Takedown, als er da mal wieder also dieser erste, als er da unter dieser sehr aufgeladenen Hand runtertaucht, der war absolut perfekt getimed. Super. Krasse Leistung von Buckley. Holt sich da auch einen Rücken, ne, verliert die Position dadurch. Okay, hätte man vielleicht besser machen können, aber der hat mich beeindruckt. Also wirklich, hab vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht: Okay, ich wusste, Buckley ist ein Powerhouse. Ja, der kann athletische Sachen. Ne, dieser Freak-Knockout, wie gesagt, den haben wir alle gesehen. Aber in der Form, solch eine Performance, hätte ich wirklich nicht erwartet, dass er das abliefert. Ja, es war ein sehr intelligenter Stil, zumindest in den ersten beiden Runden. In der dritten Runde musste ich härter ins Gericht gehen mit ihm. Natürlich. Buckley nutzte das Ringen, ja, um seinen Gegner unter Druck zu setzen, um ihm die Energie auch zu entziehen. Das war mit Sicherheit auch Teil dieses Gameplans. Hat sich viel bewegt, hat Al-Hassan konstant beschäftigt. Aber in der dritten Runde hat Buckley seine eigene Kondition ein bisschen im Stich gelassen, konnte den Kampf dennoch für sich entscheiden, war mir aber am Ende dann gar nicht mehr so sicher, weil diese dritte Runde, boah, das kann man es als 10-8 werten, Flo? Ich meine, Ach so kommst du. Ich dachte, ob man ihm Al-Hassan die zweite geben könnte. nee, zweite würde ich ihm gar nicht geben wollen, weil das ist aussichtslos. Also zweite Runde, ich zeige mal einfach nur die nackten Zahlen. Zweite Runde, 26 Significant Strikes, Buckley, Glaube ich nicht. 9, Razak Al-Hassan. Also das ist aussichtslos, aber die dritte ist halt super stark. Ne? Also da kontrolliert Razak Al-Hassan 3 Minuten, hat 3 von 3 Takedowns, dreimal so viel, mehr als dreimal so viele Strikes und fast dreimal so viele Significant Strikes wie Buckley. Beendet die, glaube ich, auch in der Mount schlagend. Mit Ellenbogen. Dieses Ground and Pound gegen Ende war wirklich vernichtend. Also da. Ist eine definitive, potenziell kampfentscheidende Position, die den Kampf aber nicht entscheidet. So steht es ja im Regelwerk. So könntest du es tatsächlich werten als 10-8. Stimmt, ja. Also wenn er Pech hat und ein Judge sieht das vielleicht noch als 10-8, dann verliert Buckley den Kampf, den er wirklich gut kämpft in den ersten beiden Runden. Verstehe mich nicht falsch, aber da hat er schon hart gestottert, der Motor am Ende. Ja, das stimmt schon. Ich hätte halt auch einfach nicht erwartet, dass Al-Hassan mir Cardio zeigt und am Ende frischer sein wird. Das habe ich eigentlich Buckley eher zugetraut. Ich glaube, Ja. es war gar nicht Cardio. Ich glaube, es war gar nicht Cardio. Weil Al-Hassan hat ja dieses Höhentraining gemacht vor diesem Fight. Was für ein Training? Und Höhenmeter? ja,
Und es hat aber nicht so ausgesehen, als hätte das irgendwas gebracht. Also für mich waren das die altbekannten Konditionsprobleme bei ihm. Wenn er einen Gegner nicht in der ersten Runde ausknipst, verliert er die Kämpfe mit schöner Regelmäßigkeit. Aber dann gibt es diese krasse Ansage von den Coaches, mach's für deine Kinder, gib das nicht her, und die hypen ihn halt nochmal heftig auf. Und dann kommt er halt nochmal raus wie der Terminator aus den Flammen und macht nochmal einen krassen Run in der dritten Runde. Ich glaube, das war mehr so tatsächlich so ein mentales Ding bei ihm. Hat sich halt auch hier und da mal einfach was, vor allem gegen Buckley, aber generell mit 4 Unzen halt ein sehr gefährliches Spiel. Es hat sich auch Pausen genommen, wo er wirklich einfach mal Schilde hoch und ja, dann deck mich halt ein. Und die Deckung hat eigentlich gesessen. Deswegen auch, habe ich eingeworfen, glaube ich nicht, mit 26 signifikante Treffer in der zweiten Runde. Also ich glaube dir, dass es so aufgelistet wird. Ja. Aber ich hatte das Gefühl tatsächlich, und das hat mich beeindruckt, in diesen Momenten, in denen Buckley ihn so eingedeckt hat, hat er ganz, ganz wenig abbekommen. Ja, also es ist in den Statistiken und wahrscheinlich für den Punktrichter ist es halt dann auch in dem Moment, der eine schlägt, der andere deckt, nur auch eindeutig zu werten, glaube ich. Also für die zweite Runde ist für mich schon eine relativ klare Buckley-Nummer. Für mich auch. Nee, ich kam nur auf diese Szenen wegen dem Cardio. Also ich hat sich tatsächlich auch mal Momente gegeben, in denen er einfach selbst sein Tempo komplett runtergefahren hat. Wie gesagt, gefährliches Spiel, aber in den Fällen ging es ja eigentlich ganz gut. Glaube ich schon auch, das war so ein kleiner Faktor, warum es in der dritten Runde nochmal gereicht hat, da dominant kann zu sein. Kann sehr gut sein, aber er hat sich halt in der ersten Runde wieder komplett verausgabt. Dann schwingt da halt harte Luftlöcher. Also da ist ein Meter keiner da und der Typ lädt auf, als wollte er die irgendwie die Bude abreißen. Buckley wirklich einen guten Kampf gekämpft und dann bricht er auch so weg. Also das darf dir halt gegen den Besseren nicht passieren. Ja, guck dir den an, körperlich. Ein einziger schnell zuckender Muskel irgendwie, aber hast du gesehen, der wiegt ein mit 183 Pfund. Also der ist 12 Pfund vom Weltergewichtslimit entfernt, wenn er da mit einem Pfund Toleranz 171 wiegen dürfte. Also das sprechen wir von 5 Kilo vielleicht, die da vom Weltergewicht weg ist. Klar, das ist viel, aber der hat anscheinend keinen harten Weightcut. Deswegen verwundert es mich umso heftiger, dass er so einbricht. Aber es macht halt auch Sinn, wenn du die Statur siehst, der Typ, wenn der 8 Wochen Gewichte hebt, dann kann er wahrscheinlich auf einen Amateur-Bodybuilding-Wettkampf gehen, weil der ist einfach zu krass gebaut. Also das ist ja Wahnsinn. Die Brustmuskulatur sieht ja aus, als wären das Gullideckel. Also Bizepse haben eine eigene Postleitzahl. Ich glaube halt, dass seine Karriere einfach sehr, sehr schnell gestartet ist. Der hat halt, also er ist halt ein Name vor allem durch diesen Knockout. An sich einfach jemand, der aber noch vieles lernen muss, glaube ich. Also ich denke, viele Leute hätten mit der Karriere noch nicht so viel Augen auf dem eigenen Werdegang. Und ich habe halt auch gehört, dass der nicht so wirklich in Gyms zurechtkommt, was vielleicht auch schwierig ist, dass er nicht irgendwie den Mentor findet. James Krause hat mal beschrieben, dass der gar keine Rücksicht auf Teamkameraden nimmt, in der Regel mit leichteren Leuten sparen will. Heute wird locker gemacht, ist halt so, nee, mach ich nicht. Knockt halt da irgendwie die Lightweights in den Gyms aus. Dann wird er halt auch mal aus Gyms geschmissen. Wollte gerade sagen, gar nicht, um irgendwie den nochmal ein schlechtes Licht zu rücken, doch irgendwo schon. Also bei mir ist die Story hängen geblieben, das auch. Aber worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, dass vielleicht das auch ein Problem ist, dass er eben nicht, wie gesagt, mal den Mentor findet, der ihm eventuell auch gute Gameplans an die Hand gibt, der ihn irgendwie im Trainingsalltag auch begleitet und da vielleicht an genau solchen Problemen arbeitet. Ihm mal von abredet, ja, musst du jetzt echt Bank drücken? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht sind das auch, wie gesagt, Dinge, die ihn noch nicht zu dem perfekt geschliffenen MMA-Kämpfer haben werden lassen. Aber wie gesagt, stilistisch hat er mich eigentlich in dem Kampf ziemlich beeindruckt. Viele Facetten an sich präsentiert. Ja, was du sagst, passt schon irgendwie zu seinem Post-Fight-Interview, wo er da irgendwie sagt, ja, die UFC hat diesen Wahnsinnskampf zweier Knockout-Artists nicht richtig beworben. Und ich mir denke, Junge, schau mal, wo du stehst in den Rankings. Also sollen wir dich jetzt zum Headliner machen oder sollen wir jetzt irgendwie Main Event da rücken? Da hast du vielleicht noch ein bisschen zu wenig geleistet. Also ich glaube, der hat eine hohe Meinung von sich selbst, was okay ist einerseits, als Fighter ein gutes Selbstvertrauen zu haben, haben wir ja in der vergangenen Ausgabe gesagt, das hat schon seine Berechtigung, das hat seinen Platz, das ist in Ordnung, aber das passt schon auch ein bisschen in das Bild, was du jetzt da malst. Und ja,
leichtere Leute halt im Training wegzuknallen, das ist halt auch nicht so cool, ne? Nee, gar nicht. Hat mich auch ein bisschen erschüttert, wollte ich gerade sagen. Aber ja, hat bei mir auch sich eingebrannt. Das merke ich, habe ich mir gemerkt und seitdem seine Kämpfe zugegeben nicht allzu enthusiastisch gesehen. Naja. Hätten wir die Maincard besprochen? Ich glaube auch. Wie bitte? Ich glaube auch. Können leider auf den Prelims nicht über Khaled Tah sprechen. Der war ja eigentlich mal eingeplant gegen Mario Bautista. Glaube ich, Visa-Probleme. Auf jeden Fall musste er den Kampf absagen. Haben aber noch eine deutschsprachige Frau, zu der du gerne gleich kommen kannst. Ich habe den Kampf zugegeben nicht gesehen. Hatte relativ viel vor dieses Wochenende oder zu tun dieses Wochenende. Aber was ich mir halt nicht nehmen konnte, wenn er schon mein zugegeben inoffizieller Pick bei den Fightern, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte in diesem Jahr ist. Aber dann musste ich natürlich noch schnell den Kampf von David Onama sehen, der sein UFC-Federgewichtsdebüt gegeben hat, gegen einen ziemlich krassen Gegner, finde ich, dafür, dass es der zweite Kampf ist, gegen Gabriel Benitez. Und meine Güte, hat er geliefert, Mann. David Onama macht richtig Bock. Auch da, ich habe letzte Woche einen Kampf empfohlen. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch den Kampf an. Opener der Card. War sehenswert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Onama ist schon mal ein stolzer Mann aus Uganda. Also das trägt er auch vor sich her. Auf der anderen Seite hast du Benitez mit Cain Velasquez in seiner Ecke, der meiner Meinung nach die Runde sogar gewinnt bis zu diesem, was war denn das? Also eine 20-Punch-Kombo, die er mal stabil um die Ohren bekommt. Also bis zu dem Moment hat es wirklich gut ausgesehen für den Mexikaner. Safe. Ich fand es halt krass, dass Onama auch übrigens als Favoriten den Kampf ging, fand ich zugegeben und verantwortlich von den Buchmachern fast schon. Also, bei Buchmachern geht es ja viel um Tendenzen. Und wenn du die letzten fünf Kämpfe von Benitez, hat halt von den letzten fünf vier verloren und drei davon durch K.O. Ja, schon. Das sehen auch Buchmacher, ne? Also. Aber er hat halt so viel mehr Erfahrung in der UFC und David Onama war halt einfach nur, hat bisher nur bewiesen, dass er ziemlich wahnsinnig ist. In dem Kampf ist es das letztendlich auch. Also er macht durchgehend den Druck, wechselt dabei auch Auslagen und läuft halt vorwärts, egal was er abbekommt. Und er bekommt halt viel ab. Also er bekommt wirklich, wie du gesagt hast, die Runde ist eigentlich eine Benitez-Runde, einiges ab. Scheint ihm aber gar nichts auszumachen. Er will einfach in die Brawls. Er will das Ding dreckig machen und meint halt, wenn wir wirklich im Infight schwingen, dann werde ich da die Nase vorne haben. Ist nach einer Linken plötzlich angeschlagen. Dann ging aufs Auge, ne? Genau, ging aufs Auge, greift sich da auch viel zum Auge. Bleibt aber einigermaßen Herr der Lage, fand ich. Also ja, natürlich, der ist angeschlagen, er läuft rückwärts. Schnell abgeschüttelt. Aber hat er ganz gut abgeschüttelt und geht halt angeschlagen zum Takedown. Das war halt auch wirklich ein guter Move. Wo ich halt direkt merke, dass der halt diesen Wahnsinn drin hat und dass der einfach nur eine Schlägerei will, dass er sich an diesem Takedown 3 Sekunden oder so nimmt, wo jeder denkt, Junge, halt mal kurz fest, komm mal wirklich zu dir, aber löst ihn dann und will ihn am Cage wieder bearbeiten. Sobald er einigermaßen das Gefühl hat, gut, ich sehe wieder gerade, werde schon einigermaßen die Motorik meines Körpers wieder unter Kontrolle haben. Aber ja. Keine Ahnung, wie du gesagt hast, dann trifft halt er das erste Mal wirklich signifikant und riecht das und bleibt halt dran. Du hast jetzt 20 Schläge gesagt, ich glaube, Felder hat 13 gezählt. Aber egal, was war das? Was war das? Also das sah aus wie in diesen 70er-Jahre-Kung-Fu-Filmen, so, wo der halt so eine Maschinenpistole auf seinen Kopf einhackt und der andere weiß gar nicht, wo es einschlägt irgendwie. Also der Junge ist... Ich würde dieses, ist ein abgedroschenes und abgenutztes Wort, aber dieses Wort Rohdiamant hier wirklich benutzen wollen, glaube ich. Es gibt halt im Federgewicht auch Leute, die ziemlich hart zuschlagen. Ich glaube, Benitez ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass der gar keinen Dampf in den Fäusten hat, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so einer von denen, Powerpuncher ist er nicht, die man, ne, von den Top-Leuten da aufzählen würde. Und Nama kriegt halt schon viel ab. Also der hat halt wirklich einen Wahnsinn im Kopf. Aber es gibt ja auch diese Kämpfe, wo du merkst, beide sind technisch. Von mir aus ist sogar sein Gegner technischer, aber du kannst auch Leute einfach brechen, indem du Dinge durchläufst. Und das zeigt er halt aktuell, dass er das kann. Das hat er mit Mason Jones im Lightweight gemacht. Das war jetzt, wie gesagt, ein Federgewichtskampf für die Leute, die das noch nicht so einordnen können, weil er noch nicht so bekannt ist in der UFC. Und Mason Jones ist halt jemand, der bei Cage Warriors Double Champ im Lightweight und im Welterweight war. Also das ist ein richtig massives, großes Lightweight. Und mit dem nimmt er halt als jemand, der im Federgewicht
easy offenbar antreten kann und das auch öfter in seiner Karriere getan hat, nimmt er es halt gleichermaßen mit dem gleichen Stil zu Beginn ganz gut auf. Short notice. Ja. Also ich glaube, nehmen kann da und austeilen, wie wir gesehen haben, auch. Von dieser Kombination, du hast jetzt beschrieben, da, der bleibt da durchgehend dran. Das war ja aber nicht so ein wildes Eindecken und die jede zweite, dritte Hand wird treffen, sondern ab dem Moment war ja alles zum Kopf, bis er halt umfällt. Ja, es war halt irgendwie so, als würde das Radio auf Stufe 2 laufen und du drehst den kompletten Regler auf 10 so. So, so. Das war ein normaler Kampf und plötzlich, keine Ahnung, verwandelt er sich halt in den Hulk und ja. Geht mit welchen Schritten der nach vorne gegangen ist. Also das war ja, das hatte das halbe Oktagon überbrückt mit 2 Schritten irgendwie und pam, 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 rechts, links, rechts, links, rechts, links. Der andere weiß überhaupt nicht mehr, wie er heißt. Und das war krass. Das war krass. Also haben wir gedacht, holy moly, was habe ich hier gesehen? Das war sehr, sehr heftig. Ich mag auf jeden Fall, dass ich ihn erwähnt habe, nach wie vor ein Fighter, den man im Auge behalten sollte. David Onama-Kämpfe, das wissen wir auf jeden Fall. Ob der dieser Rohdiamant safe, ob er zu einem Diamanten, einem wirklich ansehnlichen geschliffen wird, bin ich mal gespannt. Was man mit dem Stil auf jeden Fall weiß, seine Kämpfe werden Spaß machen, egal ob er sie gewinnt oder nicht. Super, man kann auch nicht sagen, ist der coachable, ne? Wie viel kann man dem oder lässt der sich beibringen? Das ist ja oft auch ein Problem bei solch talentierten Leuten, aber Fähigkeiten sind da, die sehr besonders sind und die du nicht in jedem Fighter findest. Deswegen, ja, der Typ ist so eine Wildcard. Ich glaube, es ist ein guter Pick für so eine Top-5-Liste, wo man sagt, den nehme ich mal mit rein, weil wer weiß, was passiert. Der hat irgendwie was Verrücktes und was Unerklärliches. Ja, Mann, so sieht's aus. Ja, du hast die deutschsprachige Kämpferin angesprochen. Da ist natürlich die Rede explizit von Stefanie Egger, der Schweizerin. Und die hat das genutzt, was Jessica Rose Clark ihr gegeben hat, um bei UFC Vegas 48 war es, glaube ich, zu gewinnen. Egger hat diesen schönen Trip aus dem Clinch gemacht, also und den Wurf, der zu der Armbar Submission geführt hat. Und die Kommentatoren haben das teilweise wirklich falsch analysiert eine ganze Zeit lang. Und ich habe mich ein bisschen mit Stefanie Egger, was heißt ein bisschen, wie ich es halt mache, so freakmäßig so einen halben Tag mal mit Stefanie Egger beschäftigt und habe Interviews gelesen und geschaut und Zeitungsberichte von Schweizer Zeitungen. Die ist ja wirklich im Judo eine ganz krasse Nummer gewesen. Also wer die Erfolge jetzt einzeln nachschauen will, Stefanie Egger auf Wikipedia eingeben, will jetzt da keinen langweilen, aber die war richtig, richtig gut. Alle Egger-Kinder, 4 Stück, haben Judo gemacht und der ältere Bruder hat aufgehört, weil sie ihn so vermöbelt hat im Training. Also die scheint wirklich auch körperlich richtig heftig drauf gewesen zu sein. Hat bei den ADCCs, das ist jetzt auch so eine Nerd-Nummer, die ich unbedingt loswerden will, gegen Gabby Garcia gekämpft. Ich weiß nicht, ob du Gabby Garcia kämpfst, aber nein, Gabby Garcia ist halt eine Frau, ich würde mal sagen, schätzungsweise 110 Kilo Körpergewicht bei einem Körperfettanteil um die 10%, also die sieht einfach nur krass aus und das war eine Decision. Ne? Stefanie Egger, die wiegt, keine Ahnung, bei den, ich weiß nicht, welcher Gewichtsklasse sie bei den ADCCs angetreten ist, aber in der offenen Gewichtsklasse gegen eine Gegnerin, die jetzt sagen wir mal 40 Kilo schwerer ist und aus purer Muskelmasse besteht, natürlich, Horsemeat, Hashtag Horsemeat, die halt über die Distanz zu kämpfen, das ist krass. Und ja, die Kommentatoren, lange Rede, kurzer Sinn, Hackman verplappert sich jetzt immer wieder, die Kommentatoren haben immer gemeint, ja, wieso pammelt sie nicht? Weil normalerweise, wenn du am Zaun stehst, willst du den Underhook auf wenigstens einer Seite haben. Also du diese Pummeling-Bewegung in die Armbeuge zu fahren und wenigstens auf einer Seite kontrollieren zu können, um drehen zu können, das nennt man Pummeling. Für die, die es nicht wissen, für die, die es wissen, ignorieren. Und sie hatte die ganze Zeit den Overhook, also das Gegenteil von einem Underhook. Und Overhook ist, man sagt, die weniger dominante Position, um eine dominante Position wiederum zu vermeiden. Aber sie ist Judoka, sie ist Black Belt mit internationaler Turniererfahrung, Europameistertitel, bliblablub. Die macht das natürlich, um auf den Headlock überzugreifen und dann zu werfen. Und die hat sich das lange angeschaut. Also Stefanie Egger hat wirklich gewartet und analysiert und gecheckt. Du hast immer wieder gemerkt, mit der Hüfte mal kurz eingedreht, ob was geht. Und irgendwann greift sie halt über und wapp und wirft die. Und dann ist es nur noch rückwärts gegangen für Jessica Rose Clark. Also der Armbar, da hast du gesehen, das ging so schnell, so nahtlos, so tausendmal gemacht. So wirkte das irgendwie.
in diesem Gewässer willst du nicht mit dem Hai schwimmen. Also auch nicht, wenn du Schwimmflossen anhast und gut trainiert hast, wie man schwimmt. Du willst nicht mit dem Hai schwimmen. Ich weiß nicht, was da der Gameplan gewesen ist, wieso man minutenlang am Zaun clincht und nichts macht und nur drückt und drückt. Und du merkst schon, die Egger schaut sich das an und sucht sich die Position und checkt ein paar Mal. Ach, war kein schlauer Gameplan. Trotzdem hat man gesehen, wie krass Egger bei diesen Judo-Throws ist und auch wie slick ihr Ground-Game ist. Ich habe gesagt, ADCC, Gabby Garcia, schaut euch das gerne an auf YouTube. Clark hat gegen die Stärken von Egger gekämpft, wenn das Sinn macht. Also, und da hat sie böse bezahlt für diese Entscheidung. Ich glaube nicht, dass die zukünftigen Gegnerinnen von Stefanie Egger bereit sind, mit ihr zu clinchen und einfach am Zaun zu stehen, nur um den Punktrichtern zu signalisieren, hey, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, ich kontrolliere hier den Kampf, ne, wertet das bitte für mich. Das ist Gefahrenwasser. Also da schnappt die halt einmal zu und du bist durch, bist toast. Und so ist es hier geschehen. Ne? Du hast über Johnny Walker gesagt, dass du den stilistisch, dass der sich, glaube ich, noch so ein bisschen finden muss. Jessica Rose Clark ist eine, die viele Facetten auch schon gezeigt hat. Also die hat irgendwie Speed, die hat Footwork, aber die hat ja auch ein BJJ Purple Belt. Vielleicht inzwischen auch schon Black Belt, meine Notiz ist von Mitte 20. Und in vielen Kämpfen wirklich unterschiedliche Gesichter gezeigt. Oft hatte man das Gefühl, ja, guter Gameplan auf deine Gegnerin maßgeschneidert quasi, oder ja, so kann man es auf jeden Fall angehen, vielleicht sage ich so vorsichtig, aber vielleicht ist das auch, so vieles zu können und oft wirklich mit einem Gesicht in den Kampf gehen wollen, eine Sache, die ja, schwer, also bei der es dann schwer ist, den eigenen Stil zu finden. Manchmal ist es natürlich auch ein Gedankengang, mit was wird mein Gegner am allerwenigsten rechnen? Ist halt ein sehr mutiger Gedankengang. Keine Ahnung, so Leute wie Don Jones perfektionieren dann solche Sachen, dass du sagst, gut, der Ringer wird beim besten Willen nicht denken, dass die erste Sache, die ich mache, keine Ahnung, Guard ziehen ist oder selbst zum Takedown zu gehen oder so. Vielleicht war das ein Gedankengang. Aber ich schätze eigentlich, es wird viel eher sein, dieser typische Wettkampfkopf. Meine Güte, ich habe ein Purple Belt. Ich bin hier, um Notfall, also um ganz nach oben zu kommen und ich kann mich jetzt nicht einkacken, nur weil die irgendwie gut im Judo ist. Ich vertraue darauf, dass ich selbst gut grappeln kann und schau mal, was dagegen kommt. Vielleicht war es eher sowas, keine Ahnung. Auch dann dumm. Safe. Weil Stefanie Egger hat 2014 ihren ersten ADCC-Europameistertitel gewonnen. Also Ground Game ist was die seit, naja, machst du ja auch im Judo, machst du die Armhebel und so, wer mal Judo trainiert hat, aber was die halt auch mal stabil seit 10 Jahren auf sehr, sehr hohem, ich würde sagen, höchstem Niveau macht und ihr da das Wasser abgraben zu wollen, ich weiß ja nicht. Also, wenn man die letzten Kämpfe von Egger gesehen hat, ich hätte wirklich safe mein Haus drauf verwettet, dass Jessica Rose Clark das zu so einem Kickbox-Kampf macht, dass die in der Mitte bleibt. Kann die halt auch, wundert mich schon auch. Eben, danke, genau, ich habe es halt überhaupt nicht gerafft. Da habe ich gedacht, wieso? Was stehst du da am Zaun? Ich habe wirklich schon Schiss, wenn ich das sehe. Also, wenn man mit Judoka trainiert hat, hier in Passau, wo ich wohne, gibt es den Hossein Magnato, ist auch, glaube ich, Europameister gewesen. Ich glaube, Red Belt nennt man das im Judo, glaube ich, wenn du diese Auszeichnung über dem schwarzen Gürtel hast. Also, ganz, ganz heftiger Typ. Und du weißt, mit solchen Leuten, wenn die deinen Kragen haben oder die dich overhooken oder deinen Kopf gar einklemmen oder so, da willst du nicht sein. Da willst du lieber auf einem Nagelbrett liegen oder irgendwie über Glasscherben laufen. Ist viel angenehmer, als bei dem hier irgendwie da festzustecken. Der schmeißt dich auf deinen Schädel. Ich habe es halt überhaupt nicht gerafft, wieso man das macht, weil die das kann, weil die das wirklich drauf hat. Und ja, die Kommentatoren haben das nicht kommen sehen. Ich glaube, die haben dieses Judo-Game halt hart unterschätzt von Egger. Wobei Felder, glaube ich, war es, hat noch auf die ADCC-Titel hingewiesen. Da willst du mit der nicht kämpfen. Du willst mit der nicht rollen, auch wenn du Purple Belt bist. Wow. Also, ja, die trainiert halt, seit sie 5 ist. Ne? Also. Ich wollte es damit nicht erklären, sage ich mal. Ich konnte es mir halt irgendwie so vorstellen, wollte mal so eine Mutmaßung, was ein Gedankengang sein könnte, da in den Raum werfen. Ich finde Jessica Rose Clark ganz sympathisch, aber letztendlich habe ich mich gefreut. Also ist doch top, dass Egger das Ding geholt hat. Und wenn es ihr leicht gemacht wurde, ja gut, dann muss sie nicht zeigen, wie sehr sie vielleicht doch mit, keine Ahnung, 1-2 Sequenzen in einem Kickboxkampf struggelt. Das können andere Gegnerinnen selbst noch rausfinden. Doch perfekt.
bei mir ist auch so, ich denke manchmal bei diesen Kämpfen, krieche ich so den Stuhl hoch und dann stehe ich irgendwann und fange an, mich zu drehen. Und meine Frau sieht dann so von der Couch so hoch und denkt so, was machst du da? So, ich bekomme da echt Angst, wenn ich sehe, du kämpfst gegen einen Judoka und du machst genau die falschen Dinge. Der hat schon Overhook und schaut schon so und so, nee, geh weg. Das ist so, als würde so ein Reh im Scheinwerferlicht stehen und wird jetzt gleich von einem, keine Ahnung, 18-Tonner überfahren oder so. Und du denkst, geh weg. Und es geht halt nicht weg. Das Reh bleibt stehen und wird überfahren. Ihr wisst, was ich meine. Safe. Ich war halt für den 18-Tonner, von daher alles gut so gelaufen. Ich hätte, glaube ich, es hierbei belassen. Natürlich gab es noch mehr Kämpfe. Wenn du noch welche hervorheben willst, sehr gerne. Ich habe offen und ehrlich einfach nicht mehr gesehen, aber auch nicht irgendwie in den sozialen Medien mitbekommen, dass es da noch so Must-Watch-Kämpfe gab. Würde vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, was es gleichermaßen am Wochenende gab. Auch da habe ich nur Highlights geschaut, was für viele wirklich ein Highlight war und glaube ich auch ein echt guter Boxkampf war der Kampf zwischen Amir Khan und Cal Brook. Will ich mir noch anschauen tatsächlich. Dann, ja, gut, jetzt ist zu spät, kriegst du Spoiler. ich habe Highlights gesehen, war zu Beginn wirklich wilder Kampf, sage ich mal. Highlight-Videos sind mit Vorsicht zu genießen. Teilweise sind Leute da ja auch so lustig und schneiden irgendwie Szenen aus der 6. Runde an den Anfang und du hast so einen ganz anderen Verlauf irgendwie im Kopf. Also mit solcher Vorsicht möchte ich das dann auch darstellen, aber so wie ich es wahrgenommen habe, zu Beginn wirklich ein guter Kampf. Beide mit Treffern, dynamisch, ne, leichtere Gewichtsklassen. Aber mit der Zeit hat halt Cal Brook die viel härteren Treffer gelandet. Amir Khan hat gut weggesteckt, sah in vielen Sequenzen angeschlagen aus, aber ist im Kampf geblieben. Aber es hat sich halt aufsummiert und irgendwann hat der Ref einfach genug gesehen. Ist jetzt nicht K.O. gegangen oder so, aber wurde halt als TKO abgewunken. Und das, so wie ich das wahrgenommen habe, aus diesen kurzen Sequenzen zurecht. Und dann hatten wir halt noch Bare Knuckle FC. Ist bei mir nicht so wirklich auf dem Radar, würde ich auch wirklich nur bei absoluten Highlights betonen, aber wenn wir hier in MMA-Podcast sind und da Mike Perry einerseits gegen Julian Lane kämpft, dann kann man ja zumindest mal erwähnen, dass Mike Perry das Ding gewonnen hat. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, als er da unterschrieben hat und wir beide gesagt haben, ja, der passt da auch irgendwie rein, Mike Perry, und Bare Knuckle FC ist irgendwie, wirkt wie ein Match made in heaven. oder? Ja. Bin ich da zu einfach gestrickt? Also, es soll mir einer in die Kommentare schreiben, dass er das anders sieht. Also, einer, bitte. Also bitte vortreten. Zumindest zum jetzigen Stand von Bare Knuckle Boxen. Also ich glaube halt, es kann sein, dass da auch super viel Geld reingebuttert wird und es wird nicht die Zuschauerzahlen erreichen, wie man sich erhofft. Man verkalkuliert sich und der Sport wird, es gibt ja, so wie ich es sehe, nur die Bare Knuckle FC als so wirklich große Organisation. Kann ja sein, dass die einfach mieses Geschäft machen und das Ding auch in ein paar Jahren einfach untergeht. Aktuell ist es halt oft, so wie ich das, wenn ich dann doch mal reinschalte, wahrnehme, so, dass da letztendlich Leute einfach boxen, wie sie auch mit Handschuhen boxen würden, aber halt keine anhaben. Und dann wird es halt so ein Slugfest und da denke ich mir, ja, Mike Perry hier rein da, wie gesagt, Match made in heaven. Ich glaube aber auch, sollte sich dieser Sport etablieren, dass sich Boxen, Bare Knuckle Boxen und Boxen stilistisch sehr unterscheiden wird mit der Zeit, dass halt Head Movement viel mehr etabliert ist, dass du viel mehr mit kurzen, geraden Händen schlägst, weil du eben weißt, ey, wenn ich mich da in jeder Hand lehne, ne, die gehen ja alle mit 8 gebrochenen Fingern daraus. Dann ist es halt nichts, was ich lange mache und auch nichts, was irgendwie, was ich konstant machen kann. Also ich würde sagen, Mike Perry ist auf jeden Fall Stand jetzt ein Match made in heaven. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Sport solchen Leuten auch davon zieht. Und ab dann fände ich es auch wieder spannend. Das möchte ich vielleicht auch noch nachschieben. Aktuell ist es mir halt irgendwie, so ein bisschen suspekt, keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt nicht der große Fan. Ich will es aber auch keinem mies machen. Ich würde meine eigene Liga übrigens Bare Knuckle FC nennen. Das wäre auch gut, mal ziemlich nice. Wenn wir mal wer das schauen will, soll das schauen. Ganz ehrlich, Mike Perry ist ein kräftiger Typ. Wenn er eins kann, ist in der Telefonzelle stehen mit dir. Der hat ein gutes Kinn und schwere Hände. Du sagst es, Match made in heaven. Soll mir bitte einer oder eine was anderes behaupten? Bitte erklären, also möchte ich dann hören. Interessiere ich mich schwer für. Wenn er damit Geld machen kann, okay, es ist, glaube ich, kein nachhaltiger Karriereansatz, weil so ein Sport kannst du, gut, von was reden wir? Wir analysieren Käfigkämpfe, aber
Bare-Knuckle-Boxing ist mit Sicherheit kein nachhaltiger Karriereweg. Die Cuts, die gebrochenen Hände, das hat ein Auslaufdatum, ne? Aber Safe, wenn er ja. hier, wenn er Geld machen kann, er ist ja auf Social Media auch sehr präsent. Ey, meinen Segen hat er und ja, Mike Perry ist halt da gemacht für, gebe ich dir schon recht. Das Geld soll aktuell ausgezahlt werden, das steht auf jeden Fall fest. Der nächste, zu dem ich dann noch kommen würde, Chad Mendes, hat durch K.O. gewonnen, wurde mal gefragt von einem Reporter, was er denn so verdient, als er da unterschrieben hat. Oder nee, der erste Kampf sich langsam abgezeichnet hat, man wusste, gegen wen er kämpft und so. Er hat gesagt, ich sag mal so, ich habe gelesen, dass Francis Ngannou 600.000 verdient hat. Wir wissen beide, dabei wird es nicht bleiben. Der hat da auch noch Pay-per-view-Anteile und so gemacht. Aber Chad Mendes sagt, wenn das stimmt, dann, wenn ich auch meine Sponsorengelder und so dazu nehme, dann mehr als der Heavyweight-Champ. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht bei den 600k, dass es da bei Francis geblieben ist. Aber egal wie, er scheint offenbar mehr als 600.000 mit dem Kampf gemacht zu haben. Und als jemand, dessen UFC-Karriere vorbei ist, ja, not bad. Auch für so eine Paige VanZant, die halt letztendlich halt einfach hübsch und berühmt ist, aber vermutlich keine UFC-Championess mehr geworden wäre. Die wird da richtig Kohle abgreifen. Ob ich es jetzt gut finde oder nicht, dass die sich da, ja, dass die jetzt das Gesicht von Bare Knuckle FC ist, denke ich mir auch gut, wen juckt das? Die soll machen und die macht richtig Kohle, das steht fest. Ja, solche Leute, wie gesagt, füllen da schon das Portemonnaie und UFC-Vertreter waren beide erfolgreich. Also gut, Julien Lane war ja auch einer. Also da war ja klar. Mike Perry und Chad Mendes. Ja, Chad Mendes ist auch ein kleiner Duracell-Hase, also ein krasses Powerpaket. Wenn der dich trifft in der Nahdistanz, das tut nicht gut, ne? Und prinzipiell, klar, ist ein Ringer, aber in den Distanzen, in denen dieser Sport stattfindet, halt auch stark. Und deswegen, ja, ich hätte ihn lieber in der UFC gesehen. Auch jetzt würde ich den lieber in der UFC sehen. Ich bin überzeugt davon, dass der in dieser Phase seines Schaffens auf dem Punkt seiner Leistungsfähigkeit da absolut konkurrenzfähig wäre. Der macht halt in seiner körperlichen Verfassung gerade kein Federgewicht mehr. Ja, Das schafft er halt nicht mehr. das ist safe, ja. Ist halt breiter als lang, der Typ, ne? Fürs Lightweight wäre er halt ein bisschen kurz. Ja, obwohl tiefer Schwerpunkt ringerlastig. Keine Ahnung. Ja, du, hätte ich mir auch gerne angesehen, natürlich. Das wollte ich auch noch sagen. Bitte das auch nicht falsch verstehen. Wir haben vorher ein bisschen gewitzelt, auch zu Parker Porter. Der sagt ja von sich selbst: Ich bin Country Boy, Light Heavyweight, habe ich keinen Bock drauf. Ich esse auch ab und zu mal einen Snickers und trinke ein Bier. Das meinen wir überhaupt nicht despektierlich, auch wenn wir hier sagen: Chad Mendes ist ein bisschen kurz. Klar, der kämpft halt in der kleineren Gewichtsklasse. Das sagen wir salopp und locker. Aber nicht, dass sich wieder irgendwer aufregt darüber, dass wir uns über irgendwelche Körpertypen lustig machen oder da Bodyshaming betreiben oder so. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Ich habe das aufgegriffen, weil der das selbst von sich sagt. Ansonsten würde ich das auch lassen tatsächlich, aber nur damit hier nicht die Moralpolizei um die Ecke kommt oder so, ne? Nein, sollte man zu Recht sagen, natürlich. Also, ich bin mir da bewusst und ich weiß bei dir gleichermaßen, deswegen sage ich das auch in deinen Worten. Wir sprechen hier über Leistungssport und wenn ich sage, Badeau fand ich schlecht, dann meine ich, ich fand ihn schlecht für UFC-Niveau. Selbstverständlich weiß ich, Und dass für der mit, seine Fähigkeiten, ne? genau, dass der mit 20 von mir die Straße putzen kann, den Boden wischen kann und dass der in vielen anderen Organisationen vermutlich Champ wäre. Also, natürlich bewerten wir Kampfsport auf dem Niveau, auf dem es stattfindet. Ich hätte noch so ein paar News. Jemand, der Kampfsport leider Gottes offenbar nicht mehr auf dem Leistungsniveau oder auf der Bühne bestreiten darf, ist David Zawada. Ja, also soll ich die News ankündigen? Also mit meinem professionellen Jingle. Hier sind die News mit Flo. Habe ich extra für dich produzieren lassen. David Zawada wurde leider aus den Rankings genommen. Einfach ein No-Sell, überhaupt nicht darauf eingeht. Ich Ich habe es wusste extra nicht, im was ich dazu Studio machen sagen soll. Ich lassen. hätte mich, wenn dann, weggedisst oder mich geschämt. Deswegen habe ich versucht, das einfach zu ignorieren. Wir brauchen offenbar einen Jingle. Wir sollten auch einen Jingle einführen. Also liebend gerne, aber vorerst können wir natürlich den behalten. Ich möchte nicht deine Gefühle kränken. Ich danke für deinen Einsatz und deine Gesangseinlage. David Zawada, wir haben hier na traurige Nachrichten und du machst so einen Kram hier. Wurde aus den Rankings genommen. David Zawada, hast du rechts genommen? Entschuldigung. David ist ein guter Kumpel von mir. Das tut mir leid für ihn. Ja, ich habe mit ihm bei jedem Sieg Du wirkst auch kommentiert. zerstört am Boden, Ja, das wirklich. war im falschen Zeitpunkt halt. Ne? Ja, David Zawada. Ich finde, den sollte man mal reinholen. Das ist auch ein Punkt in den Kommentaren. Welche Interviewgäste würdet ihr euch wünschen?
wir wollen hier nicht langweilig werden, ne? Irgendwie wollen wir ja auch Gesprächspartner reinholen. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Fighter, den nicht jeder kennt. Ich glaube, ich möchte auch Leuten eine Chance geben. Und sehr gerne. Ja, das ist eine Anregung. Und Abo dalassen, Abo dalassen! David Zawada aus den Rankings genommen. Das macht dich deutlich mehr als ein Dutch. Ich glaube, das schneide ich mir als Miniclip aus. Ja, schade. Ich fand, David Zawada hat super Kämpfe abgeliefert. Also jetzt wirklich ohne deutsche Brille. Also der war halt für Schlachten da und hat nicht irgendwie Sleeper geliefert und hat Kampfgeist bewiesen und war immer für die 15 Minuten fit. Ja, leider Gottes stehen da viele Namen in Rot gegen Ende. Aber ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe. Aber ich glaube nicht, dass David Zawada irgendwie den dicksten Vertrag ausgehandelt hat und die UFC super viel Geld gekostet hat und das irgendwie nur eine Rechnung wäre, die aufgeht, wenn der sofort in die Top 15 geschossen wäre. Wer weiß, was passiert. In 8 Wochen siehst du den auf irgendeiner Fightcard. Es kann alles passieren in diesem Game. Klar. Ich sage halt bei ihm, da habe ich auch mit ihm selbst mal drüber gesprochen, David ist ein super Fighter, ist ein Fighters-Fighter und es ist halt ein Typ, der nimmt dir halt einen Kampf mit 7 Tagen Vorbereitungszeit an und kämpft sich die Seele raus, hat vielleicht nicht 100% zur Verfügung von dem, was er bringen könnte, wenn er 8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen Zeit gehabt hätte, aber der schmeißt halt in der 3. Runde Triangles hoch, kämpft wie ein Irrer, ballert sich da einen ab mit jemandem, der sich richtig vorbereitet hat. Und das ist immer ein zweischneidiges Schwert und das wird leider zu selten belohnt, weil David ist einer, der immer alles im Oktagon lässt. Wie gesagt, mit 70% sind die ballert da raus, versucht Kämpfe zu entscheiden, nicht zu verwalten, wirklich zu kämpfen. Und leider, wie du sagst, in den letzten 5 Kämpfen steht er halt da 4-mal eine rote Zahl, aber du siehst auch, dass er Abubakar Nurmagomedov damals zur Aufgabe gezwungen hat, einen richtig starken Ringer, wo alle gesagt haben, oh, jetzt bekommt er den. Wenn David fit ist, wenn er das zeigen kann, was er drauf hat, wenn er seine Physis zur Verfügung hat, und zwar in vollem Ausmaß, ist er ein Hammerkämpfer, da bleibe ich dabei. Und ja, ich mag den und ich kenne ihn, ja, aber David ist ein richtig guter Fighter und es würde mich nicht wundern, wenn er in nächster Zukunft auch wieder auftaucht in der UFC. Das hätte ich auch noch gleich klargestellt aus den Rankings, heißt auch nicht zwangsläufig entlassen. Also gut, bei so einer Joanna oder so wird sowas auch mal gemacht, weil die halt wirklich inaktiv wird. Ich glaube, in seinem Fall bedeutet es leider Gottes vorzeitig genau das. Aber ja, die Augen von der UFC müssten eigentlich noch auf ihm sein. Es ist halt so ganz eigenartig. Bei manchen Kämpfern habe ich das Gefühl, die sind Leuten, die kurzfristig einspringen, richtig verbunden und merken sich das und wissen das irgendwie einzuschätzen. So bei einem Calvin Gastelum und so, der verliert auch viel am Stück. Aber ja gut, der kriegt jetzt Imavov als nächsten Gegner. Der kriegt jetzt keine Geschenke dafür. So. Aber ich habe so das Gefühl, das wird schon so in einen Rahmen gesetzt, den es verdient. Bei anderen Leuten habe ich das Gefühl, wird dann doch nur gesehen, okay, verloren, 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 gut, dann mach dich ab. Und ob der eine Kampf irgendwie auf 2 Wochen Vorbereitung angenommen wurde und da wurde irgendwie ein Main-Event-Slot noch am Leben gehalten, wird hier und da, ich weiß nicht, es ist halt ein reines Bauchgefühl, aus Deutschland irgendwie in ein Business in den USA, natürlich kann ich da gar nichts beweisen, aber mein Bauchgefühl ist teilweise, dass das irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird und sehr, ja, kämpferabhängig. Ich habe das Gefühl, dass man das halt liebt, wenn einer sagt, ja, hey, wie viele Tage, wo muss ich in 7 Tagen sein? Las Vegas, ja, cool, ich fahre los so und flieg los. Dann wird das momentan gemocht und abgefeiert und 3 Monate später vergisst man es. Und das sollte nicht sein, glaube ich. Ja, muss mit David mal reden. Das hat mich stutzig gemacht. Also ich sag, der kämpft dieses Jahr wieder. Ich würde mich freuen. Ich kann mir vorstellen, dass er, also die haben ja super, super Verbindungen. Da hat er ja durch den großen Bruder, zu dem ich gleich auch noch kommen, nach Polen. Ich kann mir halt vorstellen, dass er bei KSW einfach dann, also auf jeden Fall wird sich eine vielversprechende Tür öffnen. Da bin ich mir halt sicher. Also der wird nicht strugglen und dann bei, keine Ahnung, den oberbayerischen Käfigmeisterschaften kämpfen. Nicht sie in Bayern, ne? Das habe ich so nicht gemeint. Oder die Löffel lang. Central Texas, der Central Texas Fighting League, von mir aus auch nicht da. Der große Bruder Martin will es auch noch wissen, offenbar. Der hat so einen, ja, noch bisschen kryptischen Post bei Instagram gepostet.
wie er so mit seiner Tochter am Wohnzimmertisch sitzt und einen Vertrag vor sich hat. Und dann ist irgendwie die Bildbeschreibung: Look, Daddy, I signed that for you. You still got this and I know you will show the world again. Hashtag Big News coming soon. Vielleicht schon so ein bisschen mit erzählt, ich mache das nochmal für die Familie und für die Kasse, die Familienkasse oder so, keine Ahnung. Aber ich habe das jetzt nicht so gedeutet nach der Nummer irgendwie Kindergeplapper. Ich meine, das hat ja der Erwachsene gepostet. Offenbar hat Martin Zawada einen Vertrag unterschrieben und wird nochmal in den Cage steigen. Spannend, wo wir gerade schon beim kleinen Bruder waren. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ja, ein gutes Ding kann schon noch drinne sein. Auf jeden Fall. Und auch nochmal Mad Props vor den Zawada oder wirklich auch großen Respekt vor den Zawadas, weil wir sprechen hier von Deutschland. Deutschland ist nicht die Kampfsport-Hochburg. Sie haben das Land schon auch immer gut vertreten, egal wo sie angetreten sind. Und ja, UFD-Gym halt auch wirklich eine fette Talentschmiede mittlerweile. Die haben für viele Leute, die es jetzt leichter haben, auch den Weg geebnet, diese zwei. 100%. Ja, würde ich da ganz schnell mit aufzählen, mit den ja, Peter Sobotas und Daniel Weichels. Ich habe noch so ein paar Kampfansetzungen zugegeben von vorletzter Woche, weil wir letzte Woche nicht dazu kamen. Ich würde noch vielleicht erwähnen, dass Dan Ige gegen Mofsa Evloev kämpfen wird, einfach weil es so ein Kracher ist. Nummer 9 gegen Nummer 13 im Pferdegewicht werden wir im Juni sehen. Du hast schon erwähnt, dass Curtis Blades gegen Chris Daukos kämpft. Mhm. Und wir haben jetzt neuerdings Ilya Topuria gegen Jay Herbert noch bei UFC London. Das war auch komisch, dass die Bilder, klar hast du gesehen, das habe ich bei dir sogar gesehen auf dem Kanal, dass die O2 Arena da irgendwie krass ramponiert ist nach diesen Windböen. Krass, gell. Hoffe, das Ding kann stattfinden. Ja, hat mich sehr auch super stutzig gemacht. Offenbar so ein Plastikfoliendach, also jetzt nicht die Frischhaltefolie, die ich in der Küche liegen habe, aber halt schon nicht irgendwie gemauert. Das hat es da echt weggerissen. Ihr habt da auch pessimistische Leute gesehen, die gesagt haben, ja, jetzt wo der Wind da wirklich ins Gebäude aufpfeifen kann, wird es auf jeden Fall noch viel, viel schlimmer. Ich habe aber auch gleichermaßen gedacht, okay, sieht schon aus, ob man das irgendwie flicken könnte. Notfalls können sie sich vielleicht ja auch noch eine andere Location suchen, aber ich glaube tatsächlich, das macht man sich zu leicht. So, ja, dann sucht euch doch ein anderes Stadion. Ja. Die wollen ja auch Kapazität und eine Anlaufstelle, bei der man weiß, dass passt auch logistisch und so. Ich bin einfach mal immer ein optimistischer Mensch und denke, das Dach kriegen die schon geflickt. Kaugummi drauf und ein bisschen Panzertape, dann passt dieser, das. Dieser Film. Genau. gab von Ilya Topuria ein bisschen Tweef mit Paddy Pimblett, habe ich unter der Verkündung des Kampfes gesehen, fand ich auch spannend. Okay. Paddy Pimblett vorlaut, legt sich da auf jeden Fall mit ganz, ganz großen und ziemlich gefährlichen Leuten an. Vielleicht ein Future Fight. Vielleicht sehen wir da ein paar Bilder in England. Und was ich dann noch wirklich abschließend als an Kampfansetzung dabei habe, ist, dass Joel Romero nochmal kämpft bei Bellator gegen Melvin Manhoff. Du hast dich ja oft vorbereitet bei Bellator, wirst du sicherlich auch kennen. Finde ich ganz gut, dass der in seinem Alter auch nicht mehr die Killer der Killer bekommt. I love you! Bester Mann. Hello, you! Gay Jesus. Das war auch zu hart. Das war auch zu hart. Und dann bekommt er halt direkt Hate ab. Seine Aussprache ist halt ein bisschen undeutlich. Ah, manche Leute wollen auch immer das Schlechte sehen. Deswegen habe ich das vorher gesagt, weil manche drehen dir das Wort im Mund um. Joel Romero, stabiler Typ. Mag den. Kämpft im Mai, wird dieser Kampf stattfinden. Und zwar in Paris. Vielleicht jettet man da ja hin. Und schaut sich Joel Romero live an. Wir zwei haben ja nicht mal Karten für UFC London bekommen. Wir wollten da ja eigentlich hin. Irgendwie war ich dann eine Stunde in der Warteschleife da online und dann waren die Karten weg. Aber ist ja gut für die UFC, dass das so angenommen wird. Das freut mich ja. Karten haben wir keine bekommen. Ja, hat mich kurzzeitig auch, muss ich sagen, schwer getroffen. Den halben Tag lang war ich auf jeden Fall ein bisschen depressiv. Ja, Hatte ein bisschen Angst um dich. Machen wir was Positives draus. Also das ist vielleicht auch eine Idee an die Leute. Würdet ihr es genießen, wenn wir vielleicht so ein Watch-Together starten? Ob wir das auf Twitch streamen oder ob wir einfach nur einen Twitter-Space machen und da alle mal ein bisschen quatschen können. Aber wenn du nicht kommentierst und schon, also was dir noch nicht sicher ist, aber sollte das der Fall sein, wenn nicht, mache ich es auch. Wann ist das? Gerne alleine. Ende März. 20. oder so?
Ich glaube, es ist der 19. Wenn nicht, mache ich das gerne auch alleine, sollten die Leute denn da Lust drauf haben. 19. März, genau. Also ja, sowas kann man sich auf jeden Fall überlegen, da irgendwie das Beste draus zu machen. Gleiches kann man auch, keine Ahnung, One-Events sind oft zu coolen Zeiten. One-X wird ja ein Kracher, ist an einem Samstag. Also auf sowas hätte ich gerne auch mal Bock. Dementsprechend, ja, hier wird Watch Together sein und, keine Ahnung, leckeres Essen und Kumpels. Und ich mache mir das irgendwie gut, aber Bellator wird nicht allzu schnell verkauft sein. Also einerseits vielleicht noch die UFC wird das natürlich wahrnehmen und wird immer wieder raffen. Okay, krass, England ist wirklich ein gefragter Markt. Jetzt ist sowas langsam wieder möglich. Das wird nicht das letzte Mal sein. Vielleicht buchen sie nächstes Mal direkt eine größere Halle. Ich weiß, Dana White macht lieber eine Halle voll und ein paar Leute haben keine Tickets, als dass er so ein Riesenstadion nur zu 3/4 verkauft. Aber ja, wir sehen schon noch UFC in erreichbaren, leicht erreichbaren Ländern live. Hast du schon mal UFC live geschaut in der Halle? Ich nicht, nee. Ja, ich war schon, also hier in Deutschland, glaube ich, war ich auf jeder Veranstaltung bis jetzt. Und ich habe es auch einmal in Amerika gesehen. War schon cool. Event? Boah, was war denn das? Das ist schon lange her, es müsste 2011 gewesen sein. Meine Hausaufgabe für die nächste Ausgabe, muss ich mir aufschreiben. Okay. UFC. Wann war das? 2011 soll das gewesen sein. Ich habe bestimmt noch irgendwo die Eintrittskarte liegen. Aber hier in Deutschland waren auch immer fette Events. Vor allem das allererste Event war richtig heftig. Mhm. Das war richtig krass. Wanderlei Silva, Mirko Krokop, voll aufgefahren. Bei UFC 99, glaube ich. Ich werde es gleich mal nachschauen. Ich bin überfragt. UFC London zum zweiten Mal, also jetzt nach dem 19. März, wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Und es wird Rätselraten sein, wer da irgendwie Headliner sein kann und die Vermutung, wann denn das von der Timeline her wieder reinpasst. Lass uns vielleicht mit Events beschäftigen, nochmal ganz kurz, die näher in der Zukunft sind. Wir haben uns ja dazu entschieden, nicht irgendwie ein ausgiebiges Preview zu der kommenden Fight Night zu machen, einfach weil sie jetzt nicht der riesigste Kracher ist, aber zumindest mal über das Main Event und vor allem die Konstellation dieses Main Events sollten wir sprechen. Wir hatten natürlich lange Zeit geplant, einen Kampf, auf den sich viele, viele Leute sehr gefreut haben, Islam Makhachev gegen Benil Dariush. Der hat sich jetzt am Knöchel verletzt, ist irgendwie in der Matte hängen geblieben bei einem Takedown. Er hat so das ganze eigene Körpergewicht und das Gewicht seines Gegners irgendwie da doof drauf bekommen. Ja, scheint nicht machbar zu sein. Hab da doofe Stimmen gesehen, die irgendwie gesagt haben, Francis Ngannou kämpft irgendwie ohne Knie und der wegen seinem Knöchel. Aber meine Güte, einerseits ist es ziemlich dumm. Ich kann die Dummheit spüren. Einerseits ist es ziemlich dumm, mit ohne Knie in den Kampf zu gehen. Und andererseits ist es nicht nur, weil einer sowas durchzieht, irgendwie schlau. Das, oder auch vor allem Anspruch, dass der andere sowas macht. Ja, und du musst auch ganz ehrlich sagen, Verletzung ist nicht Verletzung. Sowieso. Lasst euch von jemandem gesagt sein, der 3 Knieoperationen hatte. Ich habe lange Zeit mit einem gerissenen Kreuzband trainiert. Auf dem Knie, bei dem noch das Innenband und Außenband intakt war und das hintere Kreuzband, da konnte ich das lange kompensieren. Gut, ist immer dick angeschwollen, konnte ich dann mit Eis wieder eindämmen, aber da war das Kreuzband schon gerissen und ich habe locker noch safe 8 bis 10 Wochen trainiert auf dem Knie, bis ich dann halt mir die restlichen Bänder auch geschrottet habe. Aber gerissenes Kreuzband hört sich furchtbar an. Da gibt es Leute, die holen irgendwie eine Goldmedaille im Skifahren, weil die das halt dick tapen und so. Also gut, irgendwann musst du es machen lassen, ist eine Frage von, wie ist der Rest beschädigt. Aber du kannst dir, und das ist meine Aussage hier, du kannst dir einen Knöchel so vertreten, wo die Bänder vielleicht überdehnt sind, wo nicht mal was abgerissen ist, aber du kannst auf diesem Knöchel nicht mehr stehen. Und deswegen kann man nie von der Ferne sagen, boah, jetzt hat er eingesehen, er hat keine Chance, weil der andere so ein guter Ringer ist und so. Also da Leuten was zu unterstellen, das ist sehr dumm. Das ist sehr dumm. Also, bitte nicht machen. Ja, generell. Ich werde bei sowas auch leicht getriggert, aber ich habe auch es geschafft, dass es inzwischen so oft passiert, dass ich bei solchen Aussagen wirklich schlechte Laune bekommen habe, dass ich inzwischen irgendwie eine Gelassenheit geschafft habe, irgendwie zu etablieren. Der hatte Angst und der hätte mehr reingehen sollen und was weiß ich was, mehr Kämpferherz zeigen sollen. Ich bin inzwischen Gott sei Dank immun. Ich wollte eigentlich nur erwähnen, ich habe volles Verständnis, dass man so einen Kampf gegen Islam Makhachev nicht mit einem verletzten Knöchel, selbst wenn er auftreten könnte, annimmt.
ich habe halt Hochachtung davor, wie kurzfristig man gegen jemanden wie Islam Makhachev antreten kann. Wir haben uns alle gewünscht, Bobby Green hat jetzt endlich mal einen Main-Event-Platz verdient. Und der kommt ziemlich früh gegen einen ziemlich gruseligen Gegner. Noch ja. Im Catchweight, 160 Pfund. Aber, puh, Islam Makhachev ist für Bobby Green, wir haben es alle mitbekommen, dass der einspringt, natürlich eine ziemliche Sache. Ich kann es mir beim besten Willen Hand aufs Herz nicht vorstellen, aber wie krass wäre es bitte, wenn Bobby Green mit seinen tief hängenden Händen regelmäßig irgendwie die Underhooks drin hat, die Takedowns verteidigen kann und Islam Makhachev 5 Runden lang Jabs vor die Nase haut. Das wäre halt der Wahnsinn. Also das wäre vermutlich eine der krassesten MMA-Geschichten, die es je so gab. Und ja. Ich würde sagen, die größte, die ich mitbekommen habe. Also so ein Turnaround. Zumal, ja, muss gehen, aber. Zumal du ja sagen musst, dieses Weight Limit von 160 Pfund spielt ja auch Islam nochmal zusätzlich in die Karte. Natürlich. Der hat ja einen harten Weight Cut zu machen. Da sind 5 Pfund eine Menge Holz oder 4 dann eben, ne, mit dem Pfund Toleranz. Könnt ihr mir vielleicht sogar vorstellen, dass die das gefordert haben? Wer weiß. Also ja, ich gebe dir recht. Bobby Green ist der krasse Außenseiter. Aber es würde zu seiner Lebensgeschichte passen, ja, dass er sich da irgendwie durchbeißt und keine Ahnung, Bobby Green wird ja auch oft nachgesagt, er kann die Gegner nicht wegmachen. Stell dir vor, der knockt den aus. Das wäre so crazy. Und ehrlich, Hand aufs Herz, ist jetzt nicht blödes Gehype und weil wir hier Kommentare generieren wollen, es ist doch möglich in diesem Sport. Also wie oft liegt man daneben und wie oft denkt man sich so, heute habe ich alles richtig getippt, heute habe ich bei Kampftipps schön alles so eingegeben, dass das hundertprozentig nicht in die Hose gehen kann und dann liegst du halt dreimal falsch, weil dieser Sport einfach Sachen macht, die nicht passieren sollten. Also Bobby Green darf man nicht abschreiben, ist ein Dog, ist ein Fighter, ist ein Grinder und ja, trotzdem Islam der klare Favorit, auch in puncto Striking war der zuletzt so stark, dass man sagen muss, klar, Bobby Green ist unangenehm, aber mit Islam musst du im Stand auch erstmal zurechtkommen, abgesehen vom Ringen und von den Submissions und von der krassen Körperlichkeit. Der ist schon auch ein richtig guter Striker. Ja, und bei ihm ist halt auch, also bei Khabib war das gegen Ende noch viel krasser, aber bei ihm ist halt auch schon dieses, was wir in der letzten Folge zu Kyle Daukaus besprochen haben, dieses Striking durch die Grappling-Gefahr, die ist halt auch wirklich durchgehend gegeben. Ich bin auch auf den Kampf super gespannt. Ja, ich hätte mir gerne Dariush als das Grappling-Ass gegen Makhachev angesehen. Ich finde es auch schwierig, also Makhachev wird halt dann irgendwie Title Shots fordern und irgendwie auch so lang hat er jetzt gewonnen, verdient haben, ist halt irgendwie so ein bisschen Leon Edwards mäßig, er hat halt nicht bisher immer noch nicht diesen Riesennamen umgeputzt. Ich schätze, sie werden es ihm dann auch einfach langsam geben, hat einen super Manager, hat Vermarktbarkeit durch die Khabib-Story und wie gesagt, ja, eine Siegesserie ohne Ende da. Es wäre halt ein deutlich größeres Ausrufezeichen, Benil Dariush zu besiegen. Aber noch ist der Kampf ohnehin nicht gewonnen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich da entwickelt. Aber ich hätte halt immer felsenfest gesagt, Dariush Makhachev, egal wer es gewinnt, das ist der Weg zum Titel, also zum Titelshot. Ganz ehrlich, also Makhachev kannst du das dann auch nicht mehr nehmen. Das kannst du nicht mehr verargumentieren. Das wäre der 10. Sieg in Folge. Und du musst mal die letzten sehen. Hooker getappt, Moises getappt, Dober getappt. Also gegen Killer wie Tsarukyan und Hamosch gut ausgesehen. Da war dieser eine Ausrutscher vor 6 Jahren gegen Adriano Martins, aber boah, also da zu sagen, Junge, jetzt hast du 10-mal gewonnen, vielleicht dann zum 4. Mal in Folge vorzeitig. Also, boah. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber also wir haben auch drüber gesprochen, können wir uns das vorstellen, dass irgendwie Conor McGregor zurückkommt und jetzt ins Lightweight grätscht? Das ist es. Die UFC sucht halt Argumente, um sowas machen zu können. Und das Argument, naja, du Islam, ich weiß, es ist beeindruckend, aber es war halt auch nur Bobby Green. Das ist halt gefühlt für mich wie gemalt für die UFC. Ja, ist schon krass, dass wir das auch für realistisch halten, wenn McGregor halt mal die letzten 2 Baden geht gegen Poirier in der Gewichtsklasse und man trotzdem irgendwie fürchtet, dass er von der 3. Kasse über die Bänder rüberspringt und sich bei Kasse 1 ganz nach vorne drängelt. So. Ja, unmöglich ist nichts. Ne? Und die UFC will Geld verdienen. Mit McGregor verdienst du halt Geld. Safe. Wird auf jeden Fall ein guter Kampf, ein spannender Kampf. Wie gesagt, tiefe Hände mit Takedown-Defense, das ist eigentlich schon auch eine gute Sache. Green kann auch ganz gut ringen. Auf jeden Fall. Da sollte er meiner Meinung nach trotzdem nicht zu mutig sein. Aber wie gesagt, ich kann mir mit den tiefen Händen ganz gut vorstellen, dass er Takedowns
schon auch abwehren könnte. Bin gespannt. Wir haben noch Misha Zylknow gegen Wellington Turman. Gutes Ding. Als Co-Main-Event würde ich jetzt aber auch nicht allzu viel zu sagen. Im Mittelgewicht, Zylknow ja inzwischen im Middleweight, finde ich super. Armin Tsarukyan, eben angesprochen, gegen Joel Alvarez. Guter Kampf im Lightweight, darunter noch. 17-2 für Tsarukyan, der Rekord 19-2 für Joel Alvarez. Sah ja richtig stark aus. Wen hat er nochmal zuletzt K.O. gehauen? Jemanden, gegen den Islam lange gebraucht hat. Ich habe ihn doch gerade auf. Hat da mit dem Gewicht lange strugglen müssen. Aber sah ziemlich gut aus gegen Thiago Moises natürlich. Ja. Hat ihn damit Uppercuts in der ersten Runde besiegt. Vielversprechend ist Lightweight, wenn er es denn wirklich schafft, regelmäßig diese 155 Pfund zu liefern. Spannend für mich, du hast, glaube ich, den Kampf sogar bei der Contender Series gesehen, dass Armen Petrosian sein UFC-Debüt gibt. Und die Leute, sollten es denn ein paar Leute tun, orten den Namen richtig ein. Ist der Bruder von Giorgio Petrosian, diesem großartigen Kickboxer, kämpft gegen Gregory Rodriguez, auch ein gutes Ding. Mittelgewicht tatsächlich, scheint ein deutlich größerer Mann zu sein als der Bruder. Hast du noch den Kampf bei der Contender Series grob im Kopf? Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, aber wie geht's euch da draußen übrigens? Das ist auch so eine Frage. Ich glaube, ich habe jetzt 650 Fighter-Files in meinem Folder, da, wo ich mich immer vorbereite. Es ist so krass, du siehst Dinge und nach ein paar Wochen hast du so viele neue Dinge gesehen. Ich komme mir vor wie Homer Simpson, wenn ein neuer Kampf dazu kommt, fällt ein alter raus irgendwie so. Also nee, ich weiß es, bin da auch ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe und es war, glaube ich, relativ deutlich. Also ja, du hast dann ja auch noch Wrestling im Kopf und da vor allem auch noch 1000 Begrifflichkeiten. Ich habe einen Tweet von dir gesehen, irgendwie, boah, der Mann hat sich aber schlimm verletzt bei einem Alabama Belly Twister oder was weiß ich, was das da, was du da gesagt hast. Also das sind, da kommen ja nochmal 1000 Begrifflichkeiten und Namen dazu. Ja, schon. Wir haben jetzt mal diskutiert für so eine Sondersendung zu WrestleMania. So hat unser Redakteur gefragt, ja, wo können wir denn alle Kämpfe anschauen? Dann habe ich so gesagt, also ich habe alle auf VHS, auf DVD und auf Blu-ray. So, ich verfolge das seit über 30 Jahren. Und die UFC, da habe ich wirklich auch so die ersten Veranstaltungen, habe ich auf VHS geschaut. Also Ken Shamrock gegen Royce Gracie und den ganzen alten Kram habe ich wirklich auf eine Original-VHS geschaut, mit FSK 18 vorne drauf. Ja, ich bin alt, aber ich mag das Zeug auch sehr, sehr gerne. Also UFC oder MMA und Wrestling sind halt so meine Welten irgendwie. Und ja, über die Jahre kommt einiges zusammen. Ist schön, doch vor allem dann die Leidenschaft, wie gesagt, beruflich ausleben zu können. Bleib auf deinem Weg und lass dir das vor allem nicht schlecht reden von jemandem wie mir, der irgendwie Wrestling ein bisschen keine Ahnung, skeptisch betrachtet. In der UFC... Beim richtigen Kämpfen haben wir noch Terence McKinney gegen Fares Ziam. Ich weiß gar nicht warum, aber der Kampf wurde irgendwie 12.000 Mal abgesetzt, also angesetzt und dann abgesagt, soll jetzt nochmal stattfinden. Und ich glaube, damit hätten wir letztendlich auch so die erwähnenswertesten Sachen gesagt. Jonathan Martinez noch, Michael Gilmore gegen Ramiz Brahimaj. Dieser Michael Gilmore, ich bin überrascht, dass der nochmal wirklich in der UFC antreten darf. Der hat bei der letzten, die Ultimate Fighter Staffel, hat er sich wohl beworben, wurde dann abgelehnt. Dann hat sich da jemand verletzt und haben den offenbar irgendwie in so einem Slot-Automaten in Vegas wiedergefunden und haben den einfach eingesammelt und gesagt, gut, kämpf du dann doch. Dann hat er halt, hat er irgendwie nach 2 Tagen da halt kämpfen dürfen und gnadenlos verloren. Dann war halt Teil des Hauses, okay, aber gut, du hast verloren, bleib halt hier. Darfst hier wohnen. Genau. jetzt, wo dein Rückflug, wo du den verpasst hast. Und dann war ja dieses Verrückte, dass der eine Finalist weggefallen ist. Das heißt, es musste ein Halbfinalist nachrücken gegen Brian Battle. Und dann dachten die sich, gut, es wäre ja nur fair, also wir mussten jetzt einen der Halbfinalisten aussuchen, wenn der andere auch kämpfen darf, gut, dann kämpft halt dieser Michael Gilmore nochmal gegen einen der Halbfinalisten, hat gerade wieder verloren und jetzt darf er halt nochmal. Also ich finde es ja schön, ich will dir ja gar nicht sagen, was willst du denn mit dem Kerl, lass ihn doch draußen, aber ich bin sehr überrascht, dass er nochmal aufgelistet wird. Das zumindest zu dem, ist aber ein ständiger Typ, kann einstecken, hat auch
Boah, die kriege ich nicht mehr zusammen, aber der Dana White hat irgendwie die Story geliebt, weil der irgendwie hier so alles auf eine Karte gesetzt hat. Ich werde MMA-Kämpfer. Also scheint das Ding ernst zu nehmen und kriegt auf den Prelims dieser Fight Night nochmal eine Chance. Ja, so ist das Leben. Erst gestern hat mir wieder eine Instagram-Nachricht reingeschossen. Da sage ich auch nochmal ganz deutlich, es wird der Punkt kommen, an dem ich die nicht mehr alle beantworten kann. Es sind unfassbar viele mittlerweile. Hat mich gefragt, wie wird man denn Kommentator? Das ist wie mit allem im Leben. Wenn du was willst, dann musst du da hingehen und dich vorstellen. Ich glaube, und so ist es hier auch. Du musst nicht immer der Beste und der Schnellste und der Größte und der Schlauste sein, aber einfach da sein und nicht weggehen und den Fuß in der Tür lassen, das kann manchmal einen sehr weit bringen im Leben. Also ich betrachte mich selbst auch nicht als den Talentiertesten, aber wenn du immer vorbereitet bist, wenn du deine Sachen dabei hast und wenn du persönlich wo erscheinst, ne, das kann weit bringen. Also zu Hause vorm Rechner oder auf der Couch wird dich keiner entdecken. Wenn du Kommentator werden willst oder irgendwas bei den Medien machen willst, mach ein Praktikum, Volontariat, geh dahin, stell dich vor, da sein. Da sein ist immer der erste Weg zum Erfolg. Es kann niemand entdeckt werden, der nicht da ist, falls das Sinn macht. Es klingt dumm, aber natürlich. Ist hundertprozentig so. Ist hundertprozentig so. Dann musst du natürlich liefern. Wenn du Chancen bekommst, musst du die natürlich ergreifen und dann auch abliefern. Das sollte natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Gleichermaßen am Ende des Tages deine Sache. Aber man muss Dinge auch manchmal, die, ja, die offensichtlich sind, gesagt bekommen. Ich gleichermaßen teilweise, keine Ahnung. Musste dir irgendwie als Schüler noch die Mutter sagen, Junge, ja, du musst jetzt auch einfach mal lernen, sonst verkackst du die Klausur und du wusstest es, aber du hattest halt keinen Bock drauf. Vielleicht ein schlechter Vergleich, aber weil es das Erste, das mir in den Kopf geschossen ist. Man kennt oft den Weg, aber ich glaube, für die allermeisten Dinge ist es halt Erfolg. Ist es halt Disziplin, die dich zum Erfolg bringt. Und natürlich in vielerlei Hinsicht auch so ein bisschen Glück. Also würde ich schon auch immer sagen, ich finde oft, in ganz vielen Dingen muss man sich irgendwie so beide Seiten bewusst machen. Einerseits darf man sich irgendwie, glaube ich, nie immer nur sagen, naja gut, es war ja alles Glück und mir wurden ja Dinge gegeben und boah, irgendwie nur Dankbarkeit. Du solltest dir auch können, dir selbst mal auf die Schulter zu klopfen und dir auch bewusst zu machen, ey, mit harter Arbeit werde ich Dinge erreichen. Aber ich finde es auch unschön, wenn ich irgendwie Leute sehe, keine Ahnung, die jetzt von mir aus ein gutes Jurastudium abgeschlossen haben und dann halt irgendwie die Putze von oben herab anschauen und sich nur denken, ja, hätte die mal in der Schule aufgepasst, dann wäre die weit gekommen. Du kommst halt vermutlich auch aus einer Familie, von der du dir nie Sorgen machen musstest, wie lange du denn studierst und wann du selbst das erste Geld verdienst. Du hast Bildung mit auf den Weg bekommen und selbst da kann man ja schon anfangen mit, boah, du hattest doch einfach mal Glück. Und natürlich musst du dich Leuten vorstellen, aber auch da muss halt auch gerade mal ein Platz frei sein, dir muss zugehört werden, du musst gerade mal den Richtigen getroffen haben. Und ich finde, da sollte man weder immer nur die eine Seite sehen, noch nur die andere. Ich will nicht sagen, meine Güte, sei nicht stolz drauf, dass du auf Dinge hingearbeitet hast und dir sagen, mein Verdienst ist auch natürlich ein großer Faktor, Sachen zu erreichen. Aber ich appelliere bei solchen Sachen oft auch irgendwie beides zu sehen. Dankbarkeit. Ich glaube, beides muss da auch einfach kommen. Ja. Auf der anderen Seite, Luck is when preparation meets opportunity, sagen die Amerikaner immer, ne? Glück hat man, wenn eine Möglichkeit sich auftut und du halt in dem Moment gut vorbereitet bist. Und da gehört eben schon mal wenigstens die gute Vorbereitung dazu. Ob die Möglichkeit sich bietet, ist natürlich dann die Glückssache. Aber Word unterschreibe ich, was du da gesagt hast. Safe. Und das wäre natürlich schön. Michael Gilmore hat sich beworben, ist hingegangen, hat sich vorbereitet, war MMA-Kämpfer, könnte Gewicht machen, hat sich zugetraut, da im Ring zu stehen. Es hat sich aber jemand verletzt, er musste mal ein bisschen Glück haben, aber dann war der halt immer noch in Vegas, der ist nicht abgereist, hat gesagt, du ruft mich an, sollte sich da noch irgendwas ergeben und er wurde angerufen. Wäre doch schön, wenn er jetzt, ja, zweimal verloren, aber jetzt endlich gewinnt und dann eben doch in der UFC bleiben kann. Und da wäre eben wieder beides, dann hat er da hart für gearbeitet, aber es musste sich auch der eine verletzen und ich finde es irgendwie schön, dass man auch einfach die Sachen nicht nur schwarz und weiß sehen kann, sondern dass irgendwie immer Kontraste sind und Dinge eben komplex sind. Ja, wo wir gerade die Weisheiten um die Ohren dreschen, das Wenigste oder die wenigsten Dinge im Leben sind so klar weiß oder klar schwarz. Das meiste ist irgendwo grau und so halb schwarz, halb weiß und liegt irgendwo dazwischen, wenn es um die Wahrheit geht. Deswegen, ja, unterschreibe ich auch. Und wenn es nichts wird mit der UFC-Karriere, konnte er wenigstens ein paar Wochen umsonst wohnen. Ne? Also genau. Hat er sich auch verdient. Genau. Ich bin fest von überzeugt, wenn man guten Content auf YouTube liefert,
Wird man mehr Zuschauer erreichen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man die Zeit investiert, wird man da auch da wachsen. Man muss aber auch Hilfe von Leuten haben, die den Gefallen haben und dann bereit sind, da irgendwie auch zu supporten. An der Stelle dann nochmal der Appell, empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt, an die ganzen Leute, die das bereits so fleißig tun, hört nicht auf, uns so schöne Kommentare zu schreiben, von mir aus auch reintippen, ich wurde zu diesem Kommentar von Flo genötigt, ist egal, was da steht, Hauptsache ihr habt ihn verfasst. Danke fürs Einschalten, ich hoffe, das wird so bleiben, und auch da, wie gesagt, sind wir irgendwo natürlich Herr unseres eigenen Schicksals, wir werden dranbleiben, wir werden euch Content liefern, aber wir brauchen gleichermaßen aber auch eure Hilfe. So, jetzt war das klares Zeichen. Ich habe zu viel gesprochen. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Ich glaube, ich würde es hiermit beenden. Ja, gebt uns eure Abos. Das ist mein Schlusswort für heute, weil Flo das so feiert. Bleibt gesund, bleibt knusprig. Eine gute, eine erfolgreiche Woche. Demnächst kommen wir vielleicht mal mit ein paar Interviews um die Ohren geflogen. Ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Ihr wisst, beste Adresse hier in Deutschland, wenn es um MMA geht. Championship Rounds mit Sebastian Hackl und Florian Mandavid. Macht's gut.